Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Auch heute dürft ihr uns eure Anliegen schicken. Das Telefon ist heute nicht besetzt. Hoffnung um 12, wir wollen dich auch heute ermutigen und wollen heute mit dir gemeinsam den Psalm 23 durchgehen. Ja, und die Überschrift lautet Der gute Hirte, und das ist wirklich wahr. Und der erste Vers heißt, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Welch wunderbare Zusage. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist mir einmal so bewusst geworden. Der Herr ist mein Hirte, mein ganz persönlicher Hirte, der mir gehört, der ganz persönlich für mich da ist. Und man überliest das oft so oder liest so darüber hinweg. Aber wenn man sich das einmal ganz bewusst macht, der Herr ist mein Hirte. Mein persönlicher Hirte. Und das ist so eine gewaltige Zusage und ist mir so in mein Herz gefallen. Und dann heißt es weiter, nichts wird mir fehlen. Und das ist doch so wunderbar. Mein Hirte, der sorgt für mich. Mein Hirte ist für mich da. Es wird mir nichts fehlen. Jeder Mangel wird ausgefüllt werden. Und ich darf ihn bitten, dass er meinen Mangel ausfüllt. Oder das, was mir fehlt, das kann er mir ersetzen oder kann er mir tun oder was auch immer. Und das ist so schön. Und ich möchte dich einfach ermutigen, das auch für dich persönlich zu nehmen. Der Herr ist mein Hirte. Es heißt weiter, er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Ja, hier bei uns kann man sich das nicht ganz so gut vorstellen, bei den saftigen Wiesen, die wir jetzt gerade im Frühjahr fast überall haben. Aber die Situation war dort in jetzigen Israel. Heute ist da überall Wüste. Und uns wurde erklärt, David war ja ein Hirte, wir haben es gerade gehört. Und wenn da Wüste ist, da finden die Tiere fast gar nichts. Man wundert sich manchmal, wie die sich ernähren. Und da ist es immer so, dass es in der Wüste so ein, zweimal im Jahr richtig regnet, aber schüttet. Und der Flecken, wo es gerade runterkommt, ist dann ein Jahr grün. Und das ist das, was David hier schreibt. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Zu der Quelle, die ein Jahr vorher nicht da war. Und jetzt da ist, Wasser da ist, weil es dort geregnet hat. Das heißt, wir brauchen einen Herrn, der uns die Weisung gibt, wo wir die Nahrung bekommen, die wir brauchen. Das kann die geistliche Nahrung sein, das können Entscheidungen sein. Er führt dich zu frischem Wasser. Nicht zu altem, nicht von dem gestrigen, sondern zum frischen Wasser. Und es heißt hier sogar zur frischen Quelle. Im Vers 3 heißt es, er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Er gibt mir neue Kraft. Und das ist so wunderbar. Wir dürfen Kraft schöpfen bei ihm. Und im Neuen Testament heißt es, eine Kraft ging von ihm aus. Und das ist auch heute noch so. Und diese Kraft, die geht niemals zu Ende. Diese Kraft hört niemals auf. Und seit Ostern sowieso nicht. Und wir haben den Heiligen Geist in uns, der diese Kraft ist. Und es ist so wunderbar. Er gibt mir neue Kraft, jeden Tag aufs Neue. Und das dürfen wir wissen. Und da dürfen wir auch immer wieder jeden Tag neu daran denken. Er leitet mich auf sicheren Wegen. Sicherheit, das ist heute ein großes Wort. Und Sicherheit gibt es heute fast nirgends mehr. Wir können uns auf nichts mehr verlassen. Alles ist so wankelmütig und alles ist so in Umkehr und in Aufwühlung. Sicherheit, das ist heute etwas, was wir wirklich brauchen. Und auf was können wir uns besser verlassen als auf Gottes Wort? Es ist immer dasselbe. Es bleibt immer dasselbe. Gottes Wort ist beständig. Und er leitet mich auf sicheren Wegen, dass wir nicht straucheln, dass wir wissen, wo es hingeht. Und wenn wir uns an Gottes Wort halten, dann wissen wir, wo es hingeht. Das ist ein sicherer Weg für uns.
Und er macht seinem Namen damit alle Ehre, ja, weil er uns nicht verlässt, weil er immer da ist und weil dieser sichere Weg ganz sicher ist für uns. Damit macht er seinem Namen Ehre. Er strauchelt nicht und er verlässt uns nicht und er ist immer bei uns. Und das ist so wunderbar zu wissen. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Ich finde diesen Psalm so wunderbar, weil er nicht nur von den Höhen spricht und von Erfolg und nicht nur, Herr, es ist immer alles gut, sondern David war im richtigen Leben. Er hatte viel erreicht, er hatte aber auch Feinde, er war auch alleingelassen und so weiter. Wir wissen das, auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Und das dürfen wir auch nehmen für unser eigenes Leben. Wenn es auch mal durch ein Tal geht, durch eine Krise geht, fürchte ich kein Unglück. Dann kommt das Wort, denn du, Herr, bist bei mir. Das ist wichtig, dass wir nicht irgendwo sind, sondern du, Herr, bist bei mir. Dass wir in seiner Nähe sind. Dann brauche ich kein Unglück fürchten. Auch in dieser Krise, ich brauche kein Unglück fürchten, wenn Gott mit mir ist. Er war in dem dunklen Tal, der David. Es heißt hier im dunklen Tal, aber wenn Gott mit ist, mit uns ist, auch im dunklen Tal, brauchen wir kein Unglück fürchten. Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Ja, deine Feinde werden sehen, dass Gott mit dir ist. Deine Feinde werden sehen, dass es dir gut geht. Er deckt dir den Tisch und das heißt, dass alles da ist, was du brauchst. Und stell dir mal so ein wunderbares, großes Buffet vor, wo alles da ist, was das Herz begehrt. Und so ist es da auch. Er deckt dir den Tisch und er lädt dich ein, zu diesem Tisch zu kommen und dir das zu nehmen, was du brauchst. Dir das zu nehmen, was dir gerade am wichtigsten ist. Und das ist doch so wunderbar. Und alle werden sehen, dass Gott mit dir ist, dass er dich versorgt. Wie wunderbar. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast. Das heißt doch, dass wir willkommen sind, dass wir immer kommen dürfen und dass er immer offene Arme für uns hat und dass er unser Versorger ist. Er ist der Hausherr und wir dürfen kommen und nehmen. Das ist so wunderbar. Und füllst meinen Becher bis zum Rand. Das heißt Überfluss. Und an diesem gedeckten Tisch ist wirklich Überfluss. Da ist alles, was du brauchst. Und ich stelle mir das so wunderbar vor. Mit Obst und Gemüse und alles, was das Herz begehrt. In übertragenem Sinne. Alles, was du brauchst. Wie wunderbar. Nimm es. Geh einfach hin zu diesem Tisch und nimm es. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Das ist doch was Wunderbares. In meinem Haus, in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Das ist, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, dürfen wir unser ganzes Leben lang mit ihm sein. Und das endet nicht hier mit dem Tod, sondern es beginnt eigentlich erst richtig und das nennt sich Ewigkeit. Bleiben in seinem Haus, weil wir zu dieser Familie gehören, wenn wir Ja zu Jesus sagen und mit Jesus leben, gehören wir zu dieser Familie und deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag und das ist das, was du auch heute brauchst. Gottes Liebe und Güte, die dich begleiten, an deiner Seite, mit dir gehen. Wehr es nicht ab mit irgendwelchen Dingen, keiner hilft mir, ich bin so alleine. Nein, es heißt hier, deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. Nimm das, sprich das aus, deine Güte begleiten mich, deine Liebe begleitet mich. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt mit jedem Einzelnen bist, Herr,
und lass jedes Einzelne den ganzen Psalm wirklich verinnerlichen. Herr, denn es ist sehr bedeutend für unser Leben und Herr, es spiegelt wirklich ein Lebensalltag wider und Herr, auch wie David darauf reagiert hat. Er hat in den Nöten bei dir Hilfe gesucht und Hilfe gefunden. Er hat das Frische gefunden, das Quellwasser, die Quelle, die du bist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass jeder, der jetzt zuschaut, auch wirklich die Quelle findet, Herr. Danke, Herr, dass du sie ihm zeigst, wenn er zu dir kommt. Ich danke dir dafür. Güte, Liebe und Barmherzigkeit, Herr, werden uns folgen unser Leben lang, Herr. Danke, Herr, dass wir in deinem Hause bleiben dürfen, immer da. Ich danke dir dafür. Ehre sei deinem Namen. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch all die kennst, die jetzt Mangel haben an irgendeinem Gut. Ja. Und du sagst, dass du diesen Mangel ausfüllen wirst. Und ich danke dir, dass du eingreifst in jede Lebenssituation. Bei jedem Einzelnen, der jetzt zu dir kommt, der sagt, ja, das will ich erleben. Der Herr ist mein Hirte und er wird mich versorgen. Und ich danke dir, dass du jeden versorgst mit Gesundheit, mit finanziellen Mitteln, mit Arbeitsstellen, mit allem, wo du eine Lösung brauchst, wird der Herr eingreifen. Und ich danke dir, Jesus, dass du das tust, weil es hier geschrieben steht in deinem Wort. Und wir wollen dir vertrauen, all diese Gebetsanliegen auch, die hereinkommen, wir wollen dir vertrauen, dass du sie kennst und dass du es weißt und dass du eine Lösung hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und für heute wollen wir uns verabschieden. Wir wünschen dir einen gesegneten Feiertag. Alles Gute, Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.